Moin moin und herzlich willkommen mal wieder zu unserer süßen Rainer. Und zwar mein IRC Train Mod, damit die süße Juliette bei uns arbeiten kann, kollidiert scheinbar gerade mit einigen anderen Mods. Und ja, die beiden führen jetzt gerade, da muss ich das ja ein bisschen mit in die Story reinbringen, führen jetzt gerade so ein Gespräch so, dass Juliette gerade zu Rainer geht und sagt, pass auf, ich bin gerade frisch verlobt, ich bin frisch verliebt und du stehst mit deiner Tierklinik mitten im Aufbau. Ich würde gerne weiter für dich arbeiten, aber mein ganzes Privatleben leidet darunter und meine Beziehung leidet darunter. Und ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr für meinen Mann, dass Rainer gerade wirklich die Bewunderung an Juliette aussetzt und sagt so, ich finde es toll, dass du mir das sagst und ich bin dir nicht böse und was willst du denn jetzt machen? Und Rachel so, ich weiß auch nicht, was ich gerade machen soll. Und Rainer gibt dir gerade sozusagen den Ratschlag, du bist doch so gerne im Garten, wieso wirst du denn nicht Gärtnerin? Und Juliette scheint diese Idee auch ziemlich, ziemlich gut zu finden, denn sie mag ja die Natur, sie mag draußen sein. Rainer hat erfahren, dass Juliette als Schmutzwühlerin bei Land... Genau, weil ich habe ihr jetzt den Job auch Gärtnerin nämlich mittlerweile gegeben, weil darin sehe ich Juliette. Und Rainer ist ihr jetzt in dem Sinne her auch nicht böse und möchte weiter mit ihr befreundet sein und kann total verstehen, dadurch, dass sie ja nun mit Cole gerade nicht so viel Zeit verbringen kann, wie sie möchte. Kannst du bitte mal hier bitte kennenlernen? Dankeschön. Freundlich. Und dann hätte ich ganz gerne zum Abschied doch nochmal eine Umarmung. Kannst du sie mal kurz umarmen gehen, mein Schatz? Dankeschön. Denn mir ist es wichtiger, dass die sich weiterhin auch privat treffen und was unternehmen. Denn unsere kleine süße Juliette, ich mag sie so gerne. Genau wie Rachel, weil Rachel und Juliette haben sich jetzt mittlerweile auch verlobt und sind sehr, sehr, sehr glücklich mit ihren neuen Partnern. Ich habe neulich schon einen Schreck gekriegt, weil es gibt eine, ich guck mal kurz, ob ich sie hier kurz finde, weil Rainer, wie ihr seht, hat ziemlich, ziemlich viele Freundschaften. Es gab hier neulich eine McKinnon und ich habe schon gedacht so, oh nein, die arme Juliette. Das kann doch nicht angehen, bitte, bitte nicht. Und dann habe ich mal einmal reingeluschert und Gott sei Dank, sie heißt, Lana McKinnon, hat aber Gott sei Dank nichts mit unserem McKinnon zu tun und ist auch kein Kind von ihm. Ich habe schon Angst gekriegt, dass unsere arme Juliette eventuell betrogen worden ist vor lauter Arbeit bei uns. Aber nein, das ist nicht der Fall. Und ja, ich bin ziemlich happy gerade über diese Entscheidung, dass die Freundschaft zwischen diesen beiden Süßen viel, viel größer ist. Genau, gönnt euch mal einen schönen Kaffee. Ich hoffe, ihr habt beide was bestellt. Rainer, bleibt doch mal hier, weil sonst wird es gleich wieder geklaut. Und dann wird Rainer sich noch die Zeit nehmen, mit Juliette noch mal einen Kaffee zu trinken. Und Brian ist gerade bei Lilith und Cole, um zu gucken, ob dort alles okay ist. Ich glaube, das ist eigentlich... Oh. Vielleicht hat Juliette jetzt auch gerade mal einen Kaffee ausgegeben. Ich weiß es nicht ganz genau. Oh, guck mal hier. Genau, setz dich mal hier zu. Aber ich glaube, du warst auch zuerst da, ne? Gönn dir mal ein schönes Getränk. Und mir ist einfach die Freundschaft zwischen den beiden viel wichtiger, denn wahre Freundschaften sind so unglaublich wichtig für die menschliche Seele, für uns. Sowas braucht immer wieder unser Herz, denn jeder von uns kennt ja die Phase, wo einen die Motivation wieder einmal anlächelt und sagt so, hey, ich bin im Urlaub, such dir einen anderen Doofen. Oder wir traurig sind und das ist mehr wert als eine Arbeitsstelle so manches Mal. Klar ist Arbeiten wichtig für unseren Lebensstandard, versteht mich nicht falsch, aber Freunde sind unglaublich wichtig. Freunde sind 24/7 für uns da, wenn wir sie brauchen. Na, freundet ihr euch auch gerade an? Auf jeden Fall wird Rainer jetzt nochmal via Speedbuild-Funktion, beziehungsweise ich werde es rausschneiden, in ihre Tierklinik reisen. So, und das heißt, wir werden jetzt nochmal kurz unsere Tierklinik auch öffnen für heute Abend. Denn wir brauchen auf jeden Fall heute noch eine neue süße Mausi, die wir einstellen können. Bei uns hier im Shop. Ich habe auf viele erdenkliche Art und Weise nochmal versucht, die Juliette reinzuholen, immer wieder nochmal aktualisiert, geguckt, so, kriegen wir das unter, kriegen wir das hin. Ach, du bist ja eigentlich ganz gut im Charisma, ne? Julia. Alles nicht so einfach, ich würde euch ja gerne um Hilfe fragen. Ach komm, nehmen wir doch diese süße Mausi hier. Zwei Blondies für Tiere in dem Falle.
Und dann können wir einmal loslegen. Da kommt heute auch noch ein Hund. Denn ich habe Großartiges mit euch geplant und ich habe Großartiges mit euch vor. Aber an dieser Stelle werde ich mal eben den Zeitraffer einfügen. Während unsere Rainer jetzt nach Hause geht und schläft und wieder ein bisschen Geld in der Tierklinik verdient, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Rainer Kohl-Film, denn ich habe heute etwas Großartiges noch mit euch vor. Boah, mein Kopf! Aber erstmal meine Nase kratzen. Sind meine Zähne weg? Cole, 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 sie sind weg. Meine Zähne sind weg. Oh mein Gott! Ja, Lilith, meine auch. Sie sind weg. Du hast recht. Wir Wir sind sind wieder wieder Menschen. Menschen. Ich muss sofort zu Brian. Reina, wo bist du? Du bist aufgewacht! Reyna, es tut so gut, dich zu sehen. Lilith, bleib bitte hier. Überanstreng dich nicht gleich. Ich werde Brian anrufen und sagen, dass ihr zwei wach seid. Ich habe schon was Leckeres gekocht. Lasst uns hier alle gemeinsam essen. Ihr müsst euch schonen. Bitte seid vernünftig. Du Du hast hast recht. recht, das Das ist ist eine eine gute gute Idee. Idee. So, ich hoffe, ihr hattet heute ganz viel Spaß bei dem Film. Unsere Rainer malt jetzt gerade ein Bild, was sehr ungünstig ist. Das lasse ich sie jetzt noch mal eben in der Vorspulfunktion einmal schnell malen. Und dann möchte ich endlich das erste Date mit unserem Kuli verbringen. Oh mein Gott, Leute, und ich hab's voll verpasst. Guckt mal, wer groß geworden ist. Unser Fivey. Leute, Feivel Tassilo ist endlich groß geworden. Oh weia. Über Kratzen belehren. Du kleiner Lümmel, du. Das glaube ich ja wohl nicht. Du bist ja fast genauso frech wie Tassilo. Ja, du magst malen. Bist du jetzt fertig? Nein, natürlich nicht. Ja, das findest du natürlich nicht lustig. Nein, 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 nein. Das findest du nicht lustig, ich weiß. Aber ihr könntet ja jetzt dann mal alle schnell. Für 60 Minuten, bitte mein Haushalt, mal alle Tierchen mal Gassi gehen, damit ihr keinen Blödsinn macht und Rainer hier jetzt sozusagen mal ein bisschen hinterherkommt. Futter in der Nähe verstreuen, Stall säubern müssen wir nicht. Guck mal, und unser Küken ist da. Guck mal, schläft hier, ne? Tja, guck mal. Unser süßes Kükilein.
Das Küken zum schlafenden Nickerchen. Ach, wie süß. Und tschüss. So, Hühner zum Fressen rufen. Mal gucken, wie viele haben wir denn überhaupt noch? Was ist denn hier eigentlich los? Leicht schmutzig. Hast du nicht gerade gesagt, wir... Doch, da geht's. Stall säubern und dann kannst du nochmal deine Eierchen hier einsammeln. Und da du jetzt dein Bild fertig hast, kannst du es auf Plopsi mal anbieten. Rainer verdient nämlich jetzt nebenbei immer mal mit Malerei ihr Geld. Und dann rufen wir endlich, weil es soweit ist, den lieben Kohl endlich mal an. Leute, ich bin so aufgeregt und freue mich so unglaublich sehr darüber. Hier sind unsere süßen Küki-Mausis. Und das muss ich heute auch noch machen, denn ich habe euch gefragt, was Rainer haben soll, ein Lama oder eine Kuh. Und ihr habt euch alle eine Kuh gewünscht. Aber bevor ich diese Kuh hole, schreibt mir doch mal den Namen in die Kommentare, denn ich habe noch ein großartiges Projekt mit euch vor. Ich werde heute noch die ganzen Bilder bei Rainer einsammeln, wenn wir gleich von unserem Date mit dem süßen Kohli-Boy kommen. Denn ich habe noch ein bisschen Muffensausen vor dem Livestream, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und bin da auch noch so ein kleiner Schissbuchs. Mag man mir vielleicht nicht immer unbedingt anmerken, aber... Ich habe noch so ein bisschen Bammel. Gib mir bitte noch ein bisschen Zeit. Ich dachte, ich wäre so weit und jetzt bin ich es nicht. Und ja, ich bin leider auch nur ein Mensch mit Fehlern und Schwächen, wie jeder andere auch. Und du malst schon wieder ein Bild, du Lümmelise. So kommen wir ja nie zu Kohl. Jetzt brechen wir das ab. Hallo, hallo. Wir gehen essen. Oh, unser erstes Date mit den beiden Süßis hier. Ne? Oh, komm. Bisschen direkt Sonne auf der Haut. Sonne auf der Haut macht einfach nur glücklich. Oh, Moment. So, ich hatte leider noch eine Sache gerade vergessen. Tut mir leid. Ich bin völlig außer Übung hier. Aber nichtsdestotrotz, Rainer bittet jetzt erstmal um einen Tisch und wird ihr erstes Date mit Kohl haben und mal mit ihm besprechen, wie die nähere Zukunft aussieht mit Kohl. Denn sie sagt, wir hatten jetzt so viele Probleme in der Vergangenheit, die wir bewältigen mussten und die wir auch zusammen geschafft haben, dass ich froh wäre, wenn wir uns mal ein bisschen kennenlernen würden. Und Kohl schlägt gerade vor, es ist ja Samstag, dann lass uns doch für einen Tag mal wegfahren. Nicht irgendwie ein Heilmittel suchen in Mount Comorabi, aber vielleicht mal eine einsame Waldhütte, wo es ein bisschen... ruhig zugeht, damit wir auch die Möglichkeit haben, uns näher kennenzulernen. Und Rainer so, nun lass uns doch erstmal unser Essen auch genießen. Sagt sich so, dann lass uns doch mal gucken, was wir hier auf jeden Fall so mal hinbekommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was kann ich denn Rainer geben? Fischsuppe auf gar keinen Fall, die wird mir den Kopf abhauen. Muschelsuppe wird wohl auch nichts. Steht, ja, vegetarisch. Vegetarisch für Rainer und Kohl bekommt... Was geben wir Kohl denn? Eine Wurstkäseplatte. Kohl kriegt jetzt gleich erstmal hier richtig. Und Rainer guckt schon so, wow, könntest auch mal Vegetarier werden. Und Kohl so, hallo, ich möchte jetzt erstmal wieder die Vorzüge des Menschdaseins genießen. Und dann kannst du hier auch mal einen Kuss hauchen. Hauch ihm einen Kuss. Noch ihr zwei Turteltäubchen, ne? Damit ihr hier jetzt auch langsam mal so ein bisschen ins Gespräch kommt. Ach, diese zwei Süßen, ich könnte ihnen stundenlang zugucken. Das ist, als wäre ich wie hypnotisiert. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es ist jetzt heute auch nicht zu langweilig für euch. Denn ich habe so viel wieder mal im Kopf. Und ihr kennt ja mein kleines Kopfkarussell. In dem Punkt bin ich ja immer so ein bisschen... Oh, Rainer hat Singen perfektioniert. Und ihr versteht euch hier wirklich blendend. Sie redet von einem Umzug. Und Kohl so, aber so viel Sonnenschein für uns. Oh. Aber es ist schon krass. Also soll mir das was sagen, wenn Rainer schon so an Umzugskartons denkt? Und spricht jetzt davon, dass Kohl vielleicht doch schon einziehen sollte? Aber an dieser Stelle seid ihr gefragt. Und während die beiden Süßen heute hier ihr erstes Date erleben und auf ihr Essen warten, was irgendwie nicht kommt, where are the Essing? Da ist ja was zu essen. Sie läuft überall hin, ne? Aber nicht wirklich zu uns, oder? Doch, unser Essen kommt, Leute! Wow! Und ich finde es so großartig, wie süß diese beiden sich hier einfach verstehen, ne? Dass sie was zum Sprechen haben und glücklich sind und... Oh.
Und ich glaube, Rainer wird sie jetzt so allen ihren Mut zusammennehmen. Und auch wenn das so gegen ihre typischen Prinzipien spricht, wird sie cool heute eine... Hupala, was ist denn nun kaputt? Kannst du mal weiter essen hier? Cool. Wird sie cool fragen, ob er nicht Lust hätte, mit ihr einmal zum Strand zu gehen? Und sagen, cool, ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn du bei mir einziehst. Ich habe meine Tierklinik endlich erreicht und wir haben das leidige Drama jetzt endlich hinter uns. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es jetzt endlich in traute Zweisamkeit gerät. Oder auch nicht. Kohle zusammenziehen nicht das Richtige, meinst du das so? Jetzt können wir noch nicht mal mehr hier zusammen hingehen. Ah, Kohli-Boy. Rainer, geh mal schnell nach Hause. So, cool. Wir wollen das doch alle miterleben und gucken, was du sagst. Aber gleich einmal an euch. Ich werde nochmal gleich einen extra Part hinten anschließen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Je mehr mitmachen, desto besser. Oha, warum bist du denn wütend? Versuche ihn mal direkt zu beruhigen. Ich glaube, wir sollten ihn jetzt nicht fragen, ob er einzieht, wenn er so wütend ist. Oh, shit, nee. Du kleine Schlumpfine. Guck mal. Ja, bist du wütend? Warum denn jetzt? Rainer versucht ihn jedenfalls gerade zu beruhigen. Scheinbar kriegt er sich auch... Ach, guck mal, jetzt ist er direkt wieder glücklich. Nee, sofort heiraten sollt ihr nicht. Aber du könntest ihn jetzt endlich fragen. Die Frage aller Fragen stellen. Möchtest du dich unserem Haushalt anschließen? Cool wird aber kein Geld mitbringen. Erstmal, denn da möchte ich euch fragen. Wollen wir es leicht, mittel oder schwer haben? Schwer bedeutet, Kohl bringt gar kein Geld mit, weil sonst würde Rainer ihm den Kopf abhauen. Mittel bedeutet, dass er so 15.000 Simoleons mitbringt und leicht wären 50.000 Simoleons. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Und während Kohl jetzt endlich bei uns eingezogen ist, würde ich ganz kurz mal das Haus leer räumen ohne euch, denn ich habe noch ein Großprojekt mit euch vor. Also bis gleich. Denn ich habe vor, dass wir uns heute von unserem liebevollen Haus verabschieden. Wie ihr sehen könnt, ich habe schon die Bilder und die Geige, alles geholt. Kann auch mal bei Rainer hier in die Schnüdelödel. Sonst ist aber nichts hier, was ihr noch mitnehmen müsst. Na doch, hier unseren Mülleimer. Unseren Mülleimer. Im Inventar platzieren. So. Und jetzt, es tut mir ja schon fast leid, aber ich kann es halt auch nicht mehr sehen. Ich würde... Achso, die Hundedusche könnte ich auch noch mitnehmen. Grundstück planieren. Wir machen jetzt das Hausi-Haus von der lieben, süßen Rainer leer. Denn ich habe etwas für euch vorbereitet. Denn dieses wunderschöne Haus hier möchte ich gerne von euch eingerichtet bekommen. Das soll Rainers zukünftiges neues Haus werden. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was ihr aus diesem wundervollen Haus macht. Wie ihr sehen könnt, Rainer hat gerade aktuell 50.000 Simoleons erspart. Und durch die Tierklinik könnten wir jetzt nochmal ein bisschen was rüberholen, wenn ich denn wollte. Ich würde euch als Geldlimit jetzt 75.000 Simoleons setzen. Ach, guck mal, hat sie jetzt alles mitgekriegt? Nein, ich habe schon ein paar Sachen reingepackt, die ihr nicht benötigt. Das heißt, der Hühnerstall braucht nicht rein. Ein Mülleimer braucht ihr auch nicht platzieren. Und Gartenpflanzen braucht ihr mir auch nicht vorbeibringen. Denn wie ihr seht, die süße Rainer-Mausi bringt schon einiges mit. Pflanzen, ihren Patchy, den Verkaufstisch. Aber ich möchte, dass ihr mir dieses wundervolle Haus einrichtet. Dieses werde ich jetzt auch noch schnell mit euch gemeinsam in der Galerie hochladen. Obwohl, ich nehme mal ein kleineres Grundstück. Moment. Denn das hier ist jetzt 30x20 und das reicht ja auch, wenn ich das nachher hier auf diesem großen Grundstück platziere. Tobt euch, wie gesagt, aus. Aber es kommen nur Häuser in die nähere Auswahl, die nicht die 75.000 Simoleons überschreiten.
Das Haus kostet jetzt schon 12, das heißt, ihr habt ungefähr 63.000 zum Einrichten. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was ihr einrichten werdet, denn ich habe schon für die nächste Mod-Vorstellung gesorgt und Rainer wird sich zu helfen wissen. Aber ich bin auch gespannt, für was ihr abstimmen werdet, mit wie viel Geld Cool doch kommen soll. Realistisch würde ich persönlich finden, dass er mit nichts kommt. Weil er hat ja eigentlich nur bei den Vatoris gelebt und hat ja nicht viel mit hingebracht. Lilith hat ihn ja einfach nur aufgenommen, weil Cool musste ja irgendwo bleiben. Und Cool hat bisher noch nicht gearbeitet. Und im nächsten Part erfahren wir dann, wo Cool auch arbeitet oder was Cool auch arbeiten wird. Also ich freue mich auf ganz besonders, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart und das ganze Video geguckt habt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Feier im Herzen. Ach, oh, ich bin ja doof. Das Ganze lade ich jetzt hoch unter dem Hashtag Rainers Haus. Und dort werdet ihr dieses wundervolle Haus dann finden. Und ihr dürft es mir dann gerne wieder unter dem Hashtag, genau, was ist das denn für ein Wort? Hashtag Rainers Haus wieder hochladen. Also ich freue mich sehr auf eure Anteilnahme. Bleibt gesund, passt auf euch auf und Feier im Herzen.